Hallo und herzlich willkommen zu Dummy Kompakt, der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und heute geht es wieder um eure Fragen oder auch nicht. Nein, also nochmal. Normalerweise ist dieses Dummy Kompakt ja so, dass ich immer die Fragen aus meiner Trainingsgruppe Jagdfieber beantworte. Aber am Wochenende habe ich einfach gedacht, ich möchte gerne mal über was anderes reden. Und also nicht über was anderes, also es ist Dummy-Training. Ja, also ihr, ja, es wird immer Dummy-Training sein, wenn ihr bei mir seid. Aber ich möchte gerne mal was über was eher was Theoretisches reden. Also es wird diesmal keine Action-Items geben, so nach dem Motto, diese Aufgaben musst du machen und so oft musst du es machen und so weiter und so fort. Das machen wir heute alles im Welpenkurs, ja. Alle, die dabei sind um 20 Uhr, wir sehen uns gleich. Aber heute geht es mehr darum, wie kann man für sich und den Hund die richtige Balance im Dummy-Training finden. Und von der Balance rede ich damit, wie man sagt, wie kann man mit seinem Anspruch umgehen, wie kann man damit umgehen, dass man mehr machen möchte, dass man weniger machen möchte, dass man, ja, wie man Dummy-Training so, sag ich mal, von oben herab betrachtet. Ja, also so ein Overview, sozusagen so ein, ja, nicht so auf kleine Aufgaben konzentriert, sondern so im Allgemeinen. So, und da jetzt bis jetzt aktuell noch keiner gemeckert hat, vermute ich, dass ihr mich hört. Das wäre schön. Mal ganz kurz sagen, ich würde mal kurz alle begrüßen. Esther, du warst die Erste. Guten Morgen, wollte ich sagen. Aber nein, ist ja abends bei euch. Moni, die Elke, die Erika, Kati ist auch da, Jo ist da, Carlito ist da, Nicole, der Stefan, die Kati. Stefan, du hast es mal geschafft, juhu. Dorina, Andrea, Heike ist da, Erika ist da, Manu ist da, Tina ist da, Babs ist da, Doris ist da. Hallöchen, Hallöchen. Manuela auch. Okay, es hat noch keiner geschrieben, ob man mich hört, aber ich denke mal, man hört mich. So, also, okay, also es geht heute, wie gesagt, mehr so um, ja, wie sagt man das immer so schön jetzt neudeutsch, im Mindset, ja? Wie soll man ans Dummy-Training rangehen? Wenn man ganz am Anfang ist, denkt man erstmal, oh, cool, Säcke, lasst machen, ja? Da hat man ja noch keine Meinung dazu und man hat auch keinen Anspruch, sondern man fängt einfach an, ja? Das ist ja immer so meine Devise, die ich sage, einfach mal anfangen und herausfinden, ob das was für einen ist und ob das was für den Hund ist oder nicht. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, man macht schon eine Weile Dummy-Training, ja, und man fängt an, sich Ziele zu setzen. Und dann ist es immer die Frage, wie kannst du denn die Balance finden? Und da habe ich so mir drei Fragen überlegt oder drei Bereiche, die ich dann auch nochmal unterteile, immer in drei. Also drei ist immer so ein Ding. Ja? Also die erste Frage, die ich mir stelle, ist, was will ich? Ja, nee, nicht der Hund, sondern was möchte ich erreichen? Was dann auch im Interesse des Hundes ist, das ist klar, aber das kommt später. Sondern was möchte ich? Ganz egoistisch. Und das darf man auch fragen, das darf man sich auch selber fragen, was möchte ich? Möchte ich auf Prüfung laufen? Möchte ich gewinnen auf Prüfung? Was für Prüfungen möchte ich laufen? Möchte ich eine Dummy A laufen? Oder möchte ich auf einem Working Test laufen? Möchte ich auf dem Working Test in der O laufen? Möchte ich auf internationale Working Tests laufen? Möchte ich Field Trails machen? Möchte ich, weißt du, da oben, also da ist ja ganz viel dazwischen. Und da sollte man sich Gedanken darüber machen, was man möchte. Ja, also wir gehen jetzt mal davon aus. So. Und, oder ob man zum Beispiel gar keine Prüfung machen möchte. Ja, will man das nur als Freizeit machen, als Bespaßung für sich, ja, und für den Hund. Und wenn man das macht, auch, ich meine, man kann ja trotzdem erstmal es richtig machen, das ist ja mal meine Devise, ja. Man muss nicht auf Prüfung gehen, man muss nicht nur Freizeit machen, man kann das alles, aber man muss es richtig machen. Man muss es mit Struktur machen und man muss es Stück für Stück, sodass der Hund dich auch versteht, weil sonst hast du Frust auf beiden Seiten und nichts macht Spaß, ja. Also davon gehen wir mal aus, dass es alle richtig machen wollen, ja. Also mit Struktur, mit Sinn und Verstand. Davon gehen wir jetzt mal aus. Aber wo will man dann hin? Man kann auch auf Prüfung vorbereiten, ohne jemals auf eine Prüfung gegangen zu sein. Ja, wenn man das nicht möchte. Ist ja gar kein Problem. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, was will man denn, wenn man jetzt zum Beispiel auf eine Prüfung geht? Was will man? Will man der Beste sein? Will man den jüngsten Hund haben, der Beste ist? Will man, mag man es anzugeben? Ja, also ihr müsst mir ja nicht antworten, ja? Sondern für euch selber. Was wollt ihr? Möchtet ihr gerne angeben? Möchtet ihr gerne sagen können, ich habe mit meinem jüngsten, ich bin, habe den jüngsten Hund und ich habe da ja, ganz oben mitgespielt. Ja, man muss ehrlich mit sich sein. Weil nur wenn man ehrlich mit sich ist, kann man auch ehrlich mit dem Hund sein. Weil dann kann man sehen,
ob man diese Entscheidung getroffen hat, manche Prüfungen zu laufen oder auch nicht, ob man die im eigenen Interesse gemacht hat, diese Entscheidung, oder im Hundes, das Interesse des Hundes. Ja? Wir gehen jetzt mal keine Verurteilung. Ich will auch gar keine, ja, keine Kommentare jetzt. Nicht so, ich mache das oder ich mache das nicht. Nein, es geht mehr darum, man muss immer ehrlich mit sich sein. Ja, muss sagen, möchte ich das? Ist das ein Zweck, ist das ein Sinn und Zweck der ganzen Geschichte für mich? Und ich möchte es auch gar nicht werten, ob das gut oder schlecht ist. Ja? Und das Ding ist, was man auch noch auf jeden Fall bei so einer Sache unterscheiden muss, es gibt einen Unterschied zwischen stolz auf etwas sein und angeben. Ja? Das sind unterschiedliche Grundannahmen, sag ich mal. Weil man darf auch stolz auf etwas sein. Man darf auch stolz sein, dass man Prüfungen bestanden hat, dass man besonders erfolgreich war, dass man irgendwas geschafft hat. Ob man dafür jetzt viel trainieren musste oder wenig, trotzdem darf man stolz sein. Ja? Nicht jedes, ich habe gewonnen, ist ein Angeben. Und nicht jedes, ja, das ist, man darf stolz sein. Das ist ja auch immer im Team Jagdfieber, sage ich auch immer. Feiert eure Wins, eure Gewinne, egal ob groß oder ob klein. Es ist wichtig. Und das hat nichts mit Angeben zu tun, sondern das hat etwas mit damit zu tun, dass man seinen Prozess feiert. Ja, dass man sagen kann, okay, da habe ich angefangen, jetzt bin ich hier, das muss man doch mal feiern. Ja? Und nicht immer nur auf die Rückschritte gucken, nicht immer nur, ja, das hat nicht geklappt, das hat nicht geklappt, das hat nicht geklappt. Nein, auch, dass man sieht, dass man einen Fortschritt erreicht hat. Ja, deswegen Unterschied, stolz und angeben. Aber ihr müsst euch selber, sage ich mal, wirklich mal in einer ruhigen Stunde, also ich mache das mal beim Spaziergang, sage ich mal, was bin ich denn eigentlich? Ja, mal so von oben drauf, wie bin ich das? Warum frustriert mich das jetzt so sehr? Oder warum finde ich das jetzt so unfair oder ungerecht oder was auch immer? Jetzt damit Training bezogen. Ja, wir machen jetzt hier keine Lebensberatung oder so, kann ich nicht. Aber wenn man sich diese Fragen stellt und wenn man ganz ehrlich und offen mit sich selber ist, da kann man ganz viel erkennen mit sich. Ja, deswegen lade ich dich ein, stell dir einfach mal diese Fragen. Und zum Beispiel auch, warum willst du eine Prüfung laufen, um Spaß zu haben? Ja, viele sagen immer, ja, ich laufe Prüfung, um Spaß zu haben. Kann ich selber nicht verstehen. Weil Prüfungen machen mir Spaß. Ja, natürlich. Aber ich ganz ehrlich, ich bin der Typ, ich möchte bestehen. Ich möchte nicht gewinnen. Ja, das ist mir nicht wichtig. Ich muss nicht auf dem ersten Platz sein. Ist mir wirklich nicht wichtig. Habe ich mal drüber nachgedacht. Ist es mir nicht doch wichtig? Weil ich meine, ich bin jetzt Hundetrainer und in Deutschland kennen mich jetzt ein paar. Und wenn ich jetzt nur auf dem dritten oder vielleicht auch nur auf dem 14. oder auf dem 18. Platz gelandet bin, gerade so durchgerutscht, finde ich das gut oder finde ich das schlecht? Und dann denke ich immer, nee, ist nicht schlimm. Ja, wirklich, nein, nee, ist nicht schlimm. Natürlich, Erster wäre mega geil. Natürlich, haha, Erster. Aber ich möchte bestehen. Ich möchte bestehen und ich möchte nicht durchfallen. Wenn ich durchfalle, habe ich wirklich so ein, also doof. Das war nicht schön. Aber ist auch nicht schlimm, weil dann ist es für mich einfach so, also ich gehe zur Prüfung, um zu bestehen, um zu sehen, okay, mein Hund kann das und mein Hund kann das nicht. Und wenn ich bestehe, dann heißt das für mich, ich habe meinen Hund richtig eingeschätzt. Wir können das. Natürlich kann man nach oben oder nach unten bestehen, aber das ist so erstmal so, dass ich, okay, er hat die Anforderungen erfüllt. Ja, wie in der Schule, man muss nicht immer eins mit Sternchen haben. Auch eine 2 minus oder eine 3 ist erfüllt. Ja, man war nicht perfekt, aber man hat die Leistung, sag ich mal, erbracht, die vorausgesetzt wurde. Und das ist das, weshalb ich es mache. Das macht mir dann auch Spaß. Aber nur zum Spaß, zum mal gucken und Dummies in die Luft werfen, dafür fahre ich nicht. Ja, so mal, verstehst du, was ich meine? So, das ist so der Unterschied, den ich so. Man kann aber auch zum Beispiel sagen, dass man nur auf Prüfung geht, wenn man sowas von 130.000% sicher geht, dass der Hund den ersten Platz macht. Ja, also das ist so das Gegenteil, sage ich mal. Nicht so der jüngste Hund auf einer Prüfung, sondern ich gehe erst mit einem 4 Jahre alten Hund auf eine Prüfung, weil ich dann weiß, dann schafft er den ersten Platz. Weil mir ist es peinlich, im zweiten zu sein. Ja, oder mir ist es peinlich, durchzufallen. Solche Geschichten. Also das sind jetzt einfach mal ein Potpourri von Sachen, die was für dich sein kann. Also was, denk einfach mal drüber nach, warum? Was willst du fürs Dummy-Training mit deinem Hund? Jetzt nicht, was kann dein Hund, was braucht dein Hund und so weiter, das ist alles egal. Was möchtest du? Ja? Okay, merken. Zweite Geschichte ist. Ist mein Training dann angemessen für meinen Hund?
Ja? Also macht es meinem Hund Spaß? Ist es noch Spaß? Ist er motiviert? Warte kurz, ich komme hier. Ist er motiviert? Ist er dabei? Ist er überdreht? Ja, ein Hund, der die ganze Zeit, ja. Oder wenn ihr mit einem Hund mal eine Woche nichts macht und der Hund dreht am Rad, dann macht ihr sonst zu viel. Ja, es gibt auch ein zu viel an Schön. Aber das, also, das ist jetzt das Zweite. Also erstmal überlegen, was wollt ihr? So, dementsprechend gestaltet ihr euer Training. Wenn ihr auf dem Siegertreppchen stehen wollt, dann müsst ihr anders trainieren, als wenn ihr gar keine Prüfung laufen wollt. Ja? So. Und dann überlegt man, ist dieses Training angemessen für meinen Hund? Passt das? Hat er noch Spaß? Hat er gar keinen Spaß? Will er nicht mehr? Wird er immer langsamer? Wird er immer schneller? Wird er immer hektischer? Ist das supidupi mega geil? Muss ich ständig korrigieren? Muss ich ständig wiederholen? Ja? Also, wenn man etwas immer wieder, wenn man etwas sehr, sehr, also wenn man, wie soll ich das sagen? Man sollte, mein Credo ist ja immer so zu trainieren, dass man an der Grenze ist. Also schon den Hund fordern, ja? Ich bin nicht der Typ, der sagt, warte, Bausch und so weiter, sondern der Hund muss gefordert werden, weil dann kann er erst seine Leistung zeigen. Ja, wenn man immer nur in seinem Sicherheitsbereich bleibt, dann entwickelt sich der Hund nicht. Aber es sollte so sein, dass das Training dennoch nicht auf Korrektur aufgebaut ist. So nach dem Motto, ich schicke den Hund dahin, dann watschen, wenn er sich nicht hinsetzt, weil er es ja gar nicht kann, weil er es vorher nicht gelernt hat. Und dann zeige ich ihm, wie es richtig geht. Also über Korrektur lernen. Nein, ich möchte, dass der Hund es richtig lernt, aber immer an der Grenze ist zwischen. Ja? So, und wenn man dann wahnsinnig oft korrigieren muss, dann auch, das ist es vielleicht ein bisschen viel. Vielleicht ist das, was ich will, nicht das, was mein Hund bereit ist, bereit geben kann. Ja? Dann geht man nämlich auch gleich in diese Tierschutzgeschichte, wo man sagt, ja, immer gib ihm, gib ihm, gib ihm. Ja? Also auch aufs Alter müsst ihr achten. Ja? Hunde, junge Hunde werden euch immer sagen, ich kann, ich kann, ich kann, weil sie sind tot ohne euch. Und sie denken noch nicht. Ja? Sie sind halt noch nicht so, wo sie sagen, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen viel, ich sollte mich mal hinlegen oder so. Ja, machen junge Hunde nicht. Junge Hunde sind da, sind wie Kinder, dumm. Die laufen, ja. Also, ich meine jetzt nicht dumm, ja? Ihr versteht, was ich meine, wenn ich das sage, ja? Ich meine jetzt nicht, dass Kinder, ja, und so weiter. Haben wir verstanden. Aber die können sich einfach noch nicht einschätzen und deswegen müssen wir die Verantwortung als erwachsene Menschen haben und sagen, okay, ich weiß, du könntest jetzt noch das 10-mal machen. Weil du bist ein junger Hund und du hast Bock und du. Aber ich bin jetzt der Erwachsene. Ich weiß, du bist drüber. Wir hören jetzt auf. Oder auch nicht jedes Kind, sage ich mal, wird, wenn es ab 3 jeden Tag Klavier spielt, so ein, wie heißt der Mensch? Yang Yang, Yin Yang, Yi Mang Mang? Ich weiß es nicht mehr. Es gibt so einen Klavierspieler, der total geil spielt. Und wir haben ja einen chinesischen Freund und der sagt auch, oh, es ist schrecklich. In China drangsalieren sie, also nicht alle, aber er kennt Leute, die ihre Kinder drangsalieren, ab dem sie 3 sind, weil sie setzen sie vors Klavier und der muss jeden Tag 3 Stunden üben. Egal, ob er Talent hat oder nicht. Ja? Und so muss man, das ist die Verantwortung des Hundeführers, dass man das erkennt. Und ich weiß, am Anfang kann man das nicht. Man ist einfach erstmal, man fängt mal an. Aber normalerweise fängt man ja auch nicht, wenn man im Dummy-Training anfängt, gleich mit, ja. Und ihr müsst auch überlegen, dass ihr, wenn ihr den Schwierigkeitsgrad immer, also ihr müsst angucken, wie das mit lang, lang, Dankeschön, Alex. Ihr müsst gucken, wie ihr mit Erhöhung des Schwierigkeitsgrads, wenn ihr merkt, ihr müsst immer, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Also ich kenne auch solche Hunde, ich kenne sie, ja. Da sagst du, okay, lauf jetzt mal da auf die Schüssel 20 Meter. Zack, bumm. Oh, okay, naja, dann mache ich da Verleitung, da eine Verleitung. Bom, bom. Oh ja, na, okay, dann machen wir das mal auf 40 Meter. Die können das, die sind fokussiert. Ja? Die haben nicht die Probleme, die normale junge Hunde haben. Und deswegen machen die dann einfach. Aber auch da muss man dann die Verantwortung ziehen und sagen, okay, ich könnte jetzt schon 3 Schritte weitergehen. Ich könnte die Schwierigkeit schon erhöhen. Ja? Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, bitte, bitte, versteht mich nicht falsch, dass ich sage, man muss mit einem
was weiß ich, 6 Monate altem Hund darf man nicht über 20 Meter schicken oder so. Nein. Aber da muss man halt schauen, okay, dann schickt man nur einmal. Und man darf auf keinen Fall glauben, dass ein junger Hund, der, das sage ich mal, alles einfach abrufen kann, dass der es wirklich verarbeitet hat. Da muss man wirklich aufpassen. Ich habe einige Hunde kennengelernt, die mega toll waren bis zum ersten Lebensjahr. Wo man auch gesagt hat, wo will dieser Hund noch hin? Meistens passt das dann auch sehr gut mit dem Hundeführer, ja, dass der Hundeführer sehr klare und eindeutige Signale zeigt. Und dann fragt man sich mal, wow, das ist mega. Ja, es ist ja toll. Man darf das auch nicht verurteilen. Ein Hund, der das kann in dem Alter, ist ja toll. Es heißt auch nicht, dass immer dann dieser Hund 30.000 Mal dahin geschickt wurde, damit er es gelernt hat. Nein, vielleicht war es auch einfach mal ein Hund, der das einfach so kann. Gibt es. Ja, Glück in der Wurfkiste, wie ich immer sage. Aber man muss überlegen, ob der Hund die Zeit hatte, das, was er gelernt hat, auch wirklich zu verarbeiten und nicht einfach nur immer in diesem Do it, do it, do it zu sein, in diesem ich mache, ich mache, ich mache, sondern auch mal Zeit bekommen hat, darüber nachzudenken. Ich weiß, das ist sehr schwer, gerade wenn die Hunde so wahnsinnig toll anbieten, aber gerade auch bei den Tollern. Ja, die Toller sind so eine typische Rasse, finde ich, die am Anfang so wahnsinnig brillant sind, weil sie so sagen, kann ich, ja, kann ich, ja, kann ich, ja, alles, alles, kann ich, mache ich. Und dann irgendwann fängt es an zu rattern und dann, warum eigentlich? Und jetzt nicht mehr? Und ich weiß nicht. Und dann gibt es so eine Talfahrten. Ja? Man ist am Anfang so der Megastreber und dann gibt es so... Und das kommt meistens daher, weil man dem Hund nicht genug Zeit gegeben hat, darüber nachzudenken, was er dann da eigentlich gelernt hat. Aber das ist schwer. Ja? Aber das ist das, was ich meine mit... Die erste Frage ist, was will ich? Dann, was kann mein Hund dafür leisten? Und dann die ganz, 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 ganz dritte wichtige Sache ist, verstehe ich, was ich da tue? Warum trainiere ich so? Warum schicke ich meinen Jungen oder meinen alten Hund? Warum muss mein alter Hund noch 20 Mal auf die gleiche Stelle geschickt werden? Oder warum mache ich mit meinem jungen Hund schon wahnsinnig krasse Distanzen? Oder warum mache ich mit meinem jungen Hund total Pipi-Distanzen, die er schon längst kann? Warum mache ich das? Was ist der Hintergrund dahinter? Hat das ein Ziel? Weil mein Hund kann auf, ich mache gerade Verleitung, mein Hund kann auf 40 Meter nicht die Verleitung, deswegen mache ich aus 20 Meter. Super, Grund, perfekt. Aber, ja, die anderen, mit denen ich trainiere, sind in der O und die können das. Oder mir wurde gesagt, ich soll das so. Oder mit 6 Monaten in Alleinstehen mit einem Pufer und einem sonst was ist total normal, weil alle machen das so. Den deckelst du später. Ja? Erstmal musst du ihm alles zeigen. Erstmal muss der richtig und so. Ja? Wenn du nicht verstehst, was du tust, lass es. Dann frag nach. Und wenn derjenige, der dir das gesagt hat, was du tun sollst, nicht erklären kann, warum du das tun sollst, dann mach's nicht. Alles, was du nicht verstehst, alles, was du einfach nur machst, kannst du nicht richtig rüberbringen und kannst du auch nicht einschätzen, weil du lebst mit deinem Hund zu 99% zusammen. Und der Trainer oder der Freund oder der Kumpel oder was auch immer, der dich mal sieht, diese Sekunden oder auch auf einer Prüfung, das sind so kurze Zeiten, da kann dich keiner einschätzen, da kann keiner den Hund richtig einschätzen. Ja? Trainer natürlich haben viele andere Hunde gesehen, sehen das an und sagen, okay, in welche Schublade passt er? Ja, mache ich auch. Man muss Schubladen machen. Natürlich nicht, das ist jetzt ein doofer Hund, das ist ein guter Hund, das ist ein schlechter Hund. Nein, sondern, okay, dieser Hund ist eher in die Richtung. Dieser Hund ist eher in die Richtung. Schubladen sind wichtig, wenn man nicht, ja, wir sagen immer, nein, keine Schubladen, aber Schubladen sind wichtig, damit man Sachen kategorisieren kann. Und nur wenn man kategorisieren kann, kann man sagen, okay, wir probieren mal diese Richtung aus. Ansonsten wird es total konfus. Ja? Und was ich damit einfach nur sagen will, ist, nur weil man, sag ich mal, irgendwo trainiert, weil jemand in der O läuft, heißt das nicht, dass derjenige ein guter Trainer ist. Wie beim Fußball. Nur weil jemand ein Fußball-Weltmeister ist, heißt das nicht, dass er ein guter Trainer ist. Aber auch genauso, dass ein Trainer muss nicht unbedingt ein Fußball-Weltmeister gewesen sein. Ist sogar meistens relativ selten. Ich weiß es nicht, ich gucke beim Fußball nicht so hin. Ja? Aber ein Trainer muss mehr können, als einfach nur seinen eigenen Hund auszubilden. Das ist wichtig. Das ist wahnsinnig wichtig. Dazu habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Episode gemacht. Ja? Okay, so. Das ist jetzt sozusagen diese drei Fragen, die man sich stellen sollte, um die Balance in seinem Dummy-Training zu finden. Mal ganz von oben betrachtet. Nicht jetzt, wie gesagt, einzelne Aufgaben, sondern ganz von oben. Was willst du?
Dementsprechend solltest du dir auch einen entsprechenden Hund kaufen. Ja, da muss man drauf achten. Welche, ja, es gibt Linien, es gibt Reihen, es gibt Eltern, die solltest du dir angucken, nicht einfach irgendeinen Hund kaufen, ist ja klar. Aber ich will jetzt gar nicht so in die Zuchtgeschichte rein, aber man muss wissen, was will man? Was ist der Anspruch? Dann kann der Hund, den man da hat, kann der das? Will der das? Hat der Spaß dran? Ist der genauso wie ich? Und wenn nicht, dann heißt das nicht, ab in die Ecke neuen Hund holen, sondern Kompromisse finden. Ja, nicht jeder Hund ist dafür geeignet, nicht jeder für die Ziele. Die Ziele ändern sich mit dem Hund und so weiter. Aber man muss sich klar werden, warum man, weil dann weiß man, warum man wie trainiert. Warum man so ehrgeizig ist oder warum man so traurig ist oder warum man so frustriert ist, warum man so fröhlich ist, warum man so viel Spaß hat. Dann weiß man das. Und deswegen müsst ihr euch darüber klar werden, was will ich, was kann mein Hund leisten, ja? Ohne ständig an die Höchstgrenzen zu gehen. Und verstehe ich, was ich da tue, verstehe ich das, was ich da mache. Und nur dann kann man auch sag ich mal, eine Meinung dazu haben und dann auch vertreten und sagen, ja, ich mache das, weil. Und nicht nur, ja, weil der da gesagt hat, ich soll. Ja? So, und jetzt kommen wir zum zweiten Part der ganzen Geschichte. Ich weiß, ich überziehe heute ein bisschen und ich hoffe, ihr Welpenleute, ihr werdet es mir verzeihen, ja? Ihr müsst auch lernen, die andere Balance zu akzeptieren. Ja, ich weiß, das ist schwer. Gerade im Hundetraining. Es ist wahnsinnig schwer, ich verstehe es. Es gibt nicht, ich sag mal so, es gibt schon sag ich mal, zwei Pole, sage ich mal. Die Leistungspole und die Freizeitpole. Und der Leistungspol wird dem Leistungspol wird immer vorgehalten, die sind Tierquäler, die sind nur darauf aus, dass sie gewinnen, die wollen nur zack, zack, bum, bum und der Hund ist egal, nach 2 Jahren wird der ausrangiert, dann holt man sich halt einen neuen und ja, Hauptsache der Hund funktioniert, ob er gut oder schlecht ist oder sonst was, ist total Wurst. Das wird denen immer vorgeworfen oder was gibt es auch mal so, schon haben wir gerade aufgeschrieben. Genau, dass dieses Verheizen und so weiter, ja, das wird ihnen sehr, sehr gerne vorgehalten. Menschen, die halt gerne viel mit ihrem Hund erreichen wollen. Aber auch auf der anderen Seite, sage ich mal, die Mutti-Fraktion, ja, die wird als Mutti-Fraktion bezeichnet, was ich übrigens sehr kritisierend finde, weil ich bin auch eine Mutti. Ich nenne mich immer Mama, ja. Und da wird immer gesagt, ja, die verhätscheln nur ihren Hund und die gehen niemals, die sehen niemals in ihrem Hund das richtige Potenzial oder sie trauen sich nicht, ein bisschen höher zu melden, weil sie kein Selbstbewusstsein haben oder weil sie sich den Hund unterschätzen und dass es unfair gegenüber dem Hund ist, weil der ja nicht machen kann und dass sie ihn immer nur, weißt du, so nach dem Motto, ja, man darf kein böses Wort sagen. Das sind so diese. Beide sind sehr mit Vorurteilen behaftet, beide Regionen. Und wie immer sind die meisten in der Mitte. Ja? Die meisten Menschen, die ich kenne, sind nicht extrem ehrgeizig oder extrem mutti. Ja, vielleicht kommt das auch daher, dass ich die Leute dann nur so kenne. Aber genau, Kochlöffeltraining, genau. Oder Prosecco-Training kenne ich auch. Man trifft sich, um Prosecco zu trinken. Ja? Und das Wichtige ist einfach, es gibt überall schwarze Schafe. Es gibt überall Menschen in der Leistungsrichtung, die ihre Hunde verheizen. Ja, die sich einen Hund kaufen, nach einem halben Jahr bringt er nicht die Leistung, kaufen sich einen neuen. Wenn er dankbar sein kann, darf er noch woanders hin, damit er nicht bei ihnen dann groß werden muss. Und es gibt auf der anderen Seite diese Mutti-Fraktion, wo Leute ihren Hund bloß nicht stressen wollen und der deswegen total Rambazamba macht und in einer extrem unsicheren Welt für sich lebt, weil der keine Grenzen kennenlernt. Ja, das ist klar, es gibt überall Extreme. Es gibt dieses eine Extrem und es gibt das andere Extrem. Aber man muss sich überlegen, die meisten sind in der Mitte. Und man hat immer sofort, man sieht einen Hund, der nicht so ganz so schnell ist, oh, Mutti-Fraktion. Dann sieht man einen Hund, der relativ jung ist, oh, Leistungsfraktion. Ja, und dann ist man sofort in Vorurteilen drin und man beballert sich untereinander mit Ausrufezeichen, ja, gehen wir jetzt mal gerade in diesen ganzen Textgeschichten aus, ja, also jetzt mal nicht face to face, sondern Facebook, WhatsApp, was immer, wo immer, wo man sich austauscht. Ausrufezeichen, Großbuchstaben, ja, so ganze Sätze in Großbuchstaben oder rhetorische Fragen, so nach dem Motto, ich glaube nicht und so, oder dass man sagt, das ist doof, ja, oder, diese Abgabe geht gar nicht, oder du schickst falsch.
oder sowas alles. Ja, so eine Aussage, wo ich immer sage, egal, das kommt von allen Fraktionen. Das kommt von der Leistungsfraktion, von der Mutti-Fraktion und von allen. Ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass sowas Streit verursacht und sowas Angriff verursacht, auf der anderen Seite auch Rückzug verursacht. Und es ist so eine Bastardpolitik und die bringt überhaupt gar nichts. Das, was man kriegt, ist das hier. Ja? Also das Problem ist, ich meine jetzt nicht, dass man immer alles schön finden muss. Ja? Auf keinen Fall. Man muss, wenn man einen Standpunkt hat und sagt, das ist für mich nicht in Ordnung, dann darf man und dann ist es das Recht von jedem zu sagen, das ist für mich nicht in Ordnung. Aber man muss es in einer Art und Weise tun, dass der andere gegenüber, wie Frau Merkel immer so schön sagte, mal, ich habe eine tolle Doku von ihr gesehen, dass der Gegenüber nicht auf den Baum muss. Ja? Dass er sich aufregt und keinerlei Kompromisse mehr eingehen kann. Wenn ihr andere Menschen angreift, ob gewollt oder nicht gewollt, werden die sich verteidigen oder nicht mehr miteinander mit euch reden. Und es ist um den Hund, sag ich mal, und wenn es euch um den Hund geht, das wird mir dann auch mal gesagt, ja, aber der arme Hund, dem Mensch ist mir egal, aber der arme Hund, egal in welche, beide Richtungen übrigens, ja, dem helft ihr am meisten, indem ihr mit diesem Menschen ins Gespräch kommt. Und nur wenn man eine konstruktive Diskussionskultur hat, sage ich mal, funktioniert das. Ich weiß, wir sind hier gerade ein bisschen ab vom Dummy, ja, aber das ist wichtig, weil nur so können wir dann nämlich im Dummy-Training auch diese Fraktionen ein bisschen näher wieder zueinander bringen, dass man eben nicht diese Vorurteile hat, ja, ihr macht ja sowieso nur Prüfungen und ja, und ihr macht ja sowieso keine Prüfung. Ja, ich kenne ganz tolle Hunde, die noch nie auf eine Prüfung gelaufen sind und mega geil arbeiten, einfach weil die Person dazu gar keinen Bock drauf hat. Ist aber gar nicht schlimm. Ja? Aber man wird gleich verrufen, du traust dich nicht, du bist feige, warum machst du es denn nicht? Ja, ich sag auch, ja, geh doch auf eine Prüfung. Man sagt, nö, kein Bock, nö, oder nicht. Ja, ein bisschen mehr Verständnis in der Dummy-Welt, ein bisschen mehr konstruktive Kritik. Nicht aichi-deichi, alles ist toll, die Welt ist schön, Silber, Pupsi und so, sondern nein, ich finde zum Beispiel, kann man ja auch sagen, ich finde, das ist zu, jetzt fällt mir kein Beispiel ein, zu lang geredet schon. Schon 27. Das ist mir zu hektisch. Ich würde das so und so machen. Oder das ist mir zu hektisch. Ich mache das so. Oder das ist mir zu hektisch, weil im späteren verbaust du dir das und das. Da kann man drauf eingehen. Aber wenn man so bam, 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 immer so, finde ich doof, finde ich blöd und warum und weshalb und entweder verteidigt sich der Gegenüber und sieht es überhaupt nicht ein oder er bleibt stumm. Und sagt einfach, leck mich doch. In beiden Fällen hat man nichts erreicht. Und dann ist auch noch, wenn dann so der Mob kommt, ja, wenn dann so von beiden Seiten, ja, ich rede nicht von einer, sondern ich versuche ja immer so, ich bin ja selber eine Leistungsperson, ja. Ich kaufe mir auch einen Hund, um mit ihm auf Prüfungen zu gehen, weil ich Prüfungen mag. Und das ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Es ist aber auch nicht schlimm, sich einen Hund zu kaufen, weil man nicht auf Prüfung gehen mag. Ja, und diese Akzeptanz, das ist wichtig. Und eine Sache wollte ich auch noch sagen, das ist, wenn ihr eine Prüfung meldet und merkt, das ist Blödsinn, das ist hier Schwachsinn, ich habe mich verschätzt. Ja, sagen wir mal, ihr habt gemeldet, F oder so, sagen wir mal, weil zwischen A und F ist ziemlich heftiger Sprung, sagen wir mal, Working Test. Und sagen wir mal, ihr kommt auf die Prüfung und dann ist so, Mist, hab mich verschätzt. Das ist viel zu schwer, das kann mein Hund nicht. Dann seid ihr nicht feige und Drückeberger, wenn ihr aufhört. Ja, das ist etwas, was ich oft höre von allen Richtungen, wo ich sage, ja, du traust dich jetzt ja nur nicht, weil du blamierst dich. Oder du traust dich jetzt nicht, oder du hast abgebrochen, weil du möchtest nicht, ja, blamieren Richtung mehr so, oder du zeigst deinem Hund nicht richtig, du vertraust deinem Hund nicht richtig. Nein, wenn ich selber auf eine Prüfung gehe, weiß ich, dass ich zu 90% bestehen kann. Nicht gewinnen, ja? Ich trainiere nicht so lange, dass ich sage, ich kann alles bis 100% FF, aber ich weiß, dass ich meinem Hund das zutrauen kann, weil ansonsten überfordert ihr euren Hund. Ich bin auch schon auf eine Prüfung gegangen, in Schweden war das aber. Da hat jemand gemeldet mit einem Hund, der überhaupt null vorbereitet war. Der war wirklich schlecht vorbereitet. Und mir hat der Hund leid getan.
Weil der hat versucht und versucht und man hat einfach gemerkt, der konnte es nicht. Und dann habe ich gefragt, warum bist du denn auf die Prüfung gegangen? Ich meine, ich habe es nett versucht zu formulieren. Er hat gesagt, ja, damit er mal Prüfung sieht. Ja, schlecht oder nicht? Hä? Ja, das ist so. Also ihr seid nicht feige, wenn ihr sagt, ich bin noch nicht bereit für die F oder die O oder den IWT oder was weiß ich. Aber ihr seid auch nicht schlecht, wenn ihr sagt, doch, jetzt machen wir. Aber ihr müsst Selbstverantwortung tragen für euch und euren Hund. Überfordert ihn nicht. Unterfordert ihn nicht. Ich weiß, das ist jetzt so gesagt und ich weiß, aber wenn ihr krasse Sachen macht, dann müsst ihr auch damit leben, dass andere Leute sagen, das ist nicht in Ordnung. Ja, muss man sich immer überlegen. Man kann sagen, ja, ich stehe dazu, weil das und das, dann ist alles in Ordnung. Aber ihr müsst euch, ja, ihr müsst Selbstverantwortung haben, damit das läuft. So, und jetzt ist es halb. Ich habe eine halbe Stunde lang theoretisch gefaselt. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, wir werden eine rosarote, wunderschöne Dummy-Gemeinde, in der wir uns schön konstruktiv zoffen können. Ja, wie gesagt, man darf immer sagen, Susanne, das finde ich total doof, weil. Und dann kommen wir alle wieder zusammen, haben uns alle lieb. Und weil wir sind ja alle, wir wollen ja alle nur diesen Sport ausüben. Ja? Und deswegen sag ich jetzt mal Tschüss, mach jetzt den Welpenkurs auf. Wir starten erst in einer halben Stunde, ich muss jetzt noch essen. Und dann, ja, sehen wir uns nächsten Dienstag oder für alle, die jetzt im Welpenkurs dabei sind, heute Abend. Okay, bis dann. Tschüss.